Ich habe so ein ganz kleines Thema am Start. Und zwar habe ich jetzt ein neues Aufnahmeprogramm mir mal gegönnt, beziehungsweise habe mal geguckt, ja, was könnte man denn so machen an besseren Sachen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Ender Games mal wieder endlich. Jawohl, ihr habt die Ender Games Videos ja eigentlich immer relativ gefeiert und ich bring's in letzter Zeit irgendwie total wenig, was irgendwie ein bisschen komisch ist, weil ich feiere das auch selber. Ich spiele Ender Games extrem gerne. Ich liebe diesen Spielmodi einfach. Und ja, deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass ich das so wenig gebracht habe und das wollte ich jetzt mal ändern. Und wir spielen mal wieder den Link, eines meiner Lieblingskits, beziehungsweise eigentlich das Lieblingskit von Ender Games, was ich am meisten feiere. Und ja, die haben es ja leider ein bisschen gepatcht. Wer meinen Kanal schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich da schon mal versucht habe, so einen kleinen großen Rekord aufzustellen. Das Video ist übrigens auch nochmal in meinem Kanal verlinkt. Das könnt ihr euch da ruhig raussuchen und mal angucken. Da habe ich fast, oder ich glaube, ich habe mehr wie 40 Herzen zusammenbekommen. Das ist leider im Moment nicht mehr möglich, weil ja, das wurde leider gepatcht. Man kann maximal 20 Herzen haben. Der Resistenzeffekt, den man hatte, beziehungsweise immer noch hat, dauert auch nur noch 3 Minuten an. Das ist ein bisschen schade, aber kann man natürlich nicht ändern. Es war wirklich sehr krass OP. Und wow, Border, lass mich in Ruhe, chill mal so ein bisschen. Und ja, ich habe so ein ganz kleines Thema am Start. Und zwar habe ich jetzt ein neues Aufnahmeprogramm mir mal gegönnt, beziehungsweise habe mal geguckt, ja, was könnte man denn so machen an besseren Sachen, weil mich, ja, Fraps im Moment so ein bisschen genervt hat, beziehungsweise in letzter Zeit ein bisschen sehr, ja, launig war, sagen wir es mal so. Okay, da ist der Dude hinten auf jeden Fall, den holen wir uns. Dann versuchen wir den noch so ein bisschen mit den Pfeilen tot zu spammen. Und mit etwas Glück können wir uns den auf jeden Fall holen. Nice, wir haben uns den geholt. Okay, auf jeden Fall hat mich Fraps in letzter Zeit so ein bisschen genervt, weil die Qualität von den Videos dadurch ein bisschen schlechter wurde, dass es öfters mal irgendwie geruckelt hat. Jetzt habe ich heute mal, ja, OBS ausprobiert und es läuft einfach so extrem gut und ich kann ohne großartigen Ressourcenverlust richtig gut aufnehmen. Ich habe jetzt konstant 60 FPS, ich kann hier rumlaufen, auch wenn hier ein Dschungel ist. Und das läuft eigentlich richtig gut. Überrascht mich ein bisschen. Ich wollte eigentlich Shadowplays benutzen, weil das auch relativ gut sein soll. Allerdings hat Shadowplays bei mir nicht wirklich funktioniert. Als ich installiert habe, ging leider gar nichts. Okay, das sieht mal ein bisschen so aus, als wäre der Typ low. Verdammt, jetzt sind wir in der Schlucht. Beziehungsweise Shadowplays hat halt einfach nicht funktioniert bei mir. Ich habe geschrieben, ja, ein bisschen Quatsch. Ich habe das Ding installiert, die Treiber installiert und dann habe ich das Ding angemacht. Das Ding ist einfach ausgegangen. Habe ich halt öfters mal probiert und bis zu, ja, das höchste, lol. Alles, was ich geschafft habe, wir warten einfach, bis der Typ hier, beziehungsweise bis wir geportet werden, weil das ist mir jetzt zu riskant, hier zu sterben an der Stelle. Jedenfalls habe ich dann halt ausprobiert und es ist einfach nie irgendwas passiert, außer dass, wenn ich das Ding angemacht habe, habe ich einen Blackscreen bekommen. Und das hat dann ein bisschen, ja, gedauert, bis ich dann irgendwie davon weggekommen bin, weil es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe auch im Internet nichts gefunden dazu. Ja, und dann hat der liebe Spexy halt gemeint, mach einfach OBS, das Beste. Und jetzt habe ich das mal so ein bisschen ausprobiert, ein bisschen rumgebastelt mit der Bitrate und alles. Und ich muss sagen, ich bin super zufrieden mit dem Ding. Es nimmt echt in einer guten Qualität auf. Es ist, die Dateien sind so viel kleiner als mit Fraps. Vielleicht sind die Videos dadurch auch ein bisschen kleiner. Das wäre natürlich auch eine richtig chillige Sache. Und ja, das wäre auf jeden Fall echt cool. Und ich guck mal, dass ich jetzt vielleicht auch mit einem anderen Programm schneiden werde. Da hat mir der Spexy auch Adobe Premiere Pro empfohlen. Da werde ich mal gucken, ob ich mich damit ein bisschen auseinandersetze. Vielleicht wird die Qualität von den Videos dann auch ein bisschen besser. Wäre natürlich echt schön. Okay, nice. Den Typ haben wir uns auf jeden Fall auch gegönnt. Keine Ahnung, was bei dem so abging. Und wir spielen mit einem anderen Resource Pack. Das ist EP Games Texture Pack USA Edition. Und hier sind einige schöne, ja, Special-Sachen dabei quasi, wie man schon sieht. Oder auch schon gesehen hat. Zum Beispiel die Enderperlen zu Flappy Birds. Und das finde ich irgendwie, ja, das sieht richtig cool aus einfach. Und ist mal was anderes. Dann zum Beispiel andere Sachen. Der Goldapfel ist zum Beispiel einfach eine Red Bull-Dose. Und das, ich finde das einfach so richtig lustig. Das können wir uns sogar eigentlich mal machen gerade. Weil wir haben genug Gold, wir haben
einen Apfel, dann machen wir uns jetzt mal eben eine Red Bull Dose hier, dann haben wir eine Red Bull Dose als Goldapfel quasi. Und jetzt sind wir schon wieder hier, das gibt's doch gar nicht. Riesenblöcke, sind das genug Blöcke, um uns hochzustacken? Nein, das gibt's doch gar nicht. Oh Mann, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall versuchen hochzustacken. Ja, hier zum Beispiel Flint & Steel ist dann noch Jalapeno aus, ja, wie war das nochmal? Ah ne, Quatsch, wir können ja, ne, kommen wir so noch nicht hoch, wir müssen uns ein bisschen hochbauen. Aus Plants vs. Zombies, was ich übrigens auch richtig gefeiert habe, das Spiel damals. Und ja, ist halt eine richtig coole Sache, gefällt mir. Die XP-Bottle sind zum Beispiel auch so Wodka-Fläschchen, werden wir vielleicht nachher auch sehen. Und die Flappy Bird ist geflogen und wir sind aus der Schlucht raus. Endlich, Leute, endlich. Jetzt können wir auch zum Glück nicht mehr in diese Schlucht rein, weil da wahrscheinlich niemand mehr hingeportet wird. Man weiß ja nie so recht, was man abgeht. Jetzt habe ich gar nichts Richtiges zu essen mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gibt's doch nicht. Ist das irgendwie... Was ist das für ein Scheißgeht? Das gibt's doch gar nicht. Okay, ich versuche einfach mal wegzulaufen. Kommt der Typ mir hinterher? Okay, der Typ kommt mir hinterher. Das ist nicht gut. Wir haben allerdings ein paar Healpots. Das ist natürlich dann wieder unser Vorteil. Gibt's doch gar nicht, Alter. So, Leute. Du nicht. Wenn das jetzt ein Skorpion ist, dann... Ey, das gibt's doch gar nicht. Der hat aber die richtig... Nein, 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 nein. Alter, der hat die heftigen... Der hat die heftigen... Nein. Das war ein Wizard. Okay. Ja gut, aber die Runde war eigentlich echt chillig und echt cool. Und ich habe ein bisschen was erzählt. Und deswegen hätte ich gesagt, sehen wir uns einfach gleich in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, da wären wir dann jetzt auch in der zweiten Runde. Und wir spielen nochmal den Link einfach. Ich glaube, wir sind auf dem Biom... Keine Ahnung, ich glaube, Plains müsste es eigentlich sein. Und ja, wir gucken jetzt mal, dass wir wieder in der Stadtkiste irgendwas bekommen. Das lief hier gerade eigentlich relativ gut. Schade, dass wir die Runde nicht so wirklich zu Ende gebracht haben. Das wäre nämlich echt cool gewesen. Der Wizard hat uns da aber leider zu viel gezogen. Ich glaube, hätte ich die Enderperle noch bekommen, wäre da nicht die Border gewesen, dann hätte das auch vielleicht noch ein bisschen besser ausgesehen. Aber gut, hätte, wäre, wenn, ist, egal. Das ist jetzt leider so, wie es ist. Und ich werde für euch dann jetzt natürlich gucken, dass wir eine schöne zweite Runde noch hinbekommen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Das wäre ja sehr schön. So, und dann gucken wir jetzt mal weiter, ob wir irgendwas bekommen. Man hat es gerade gesehen. Resistenz habe ich noch 2 Minuten 20 jetzt ungefähr. Das ist halt leider ein bisschen, ja, doof. Weil ich finde, die Zeit ist so ein bisschen zu wenig. Weil am Anfang muss man halt echt Luck haben, wie in der Runde gerade eben. Damit man da gut durchkommt. Und wenn man den Luck halt nicht hat, dann ist das halt so ein bisschen, ja, das Problem, ne? Dass man dann mit 5 Herzen oder sowas rumläuft und dann leider doch nichts auf den Apfel bekommt. So, dann gucken wir jetzt mal, dass wir uns schnell was craften. Ich glaube, die Leute da möchten mich wieder targeten. Das finde ich nicht so nice. So, wir gehen jetzt mal direkt weg. Ich weiß nicht, ja, die targeten mich beide, finde ich nicht so geil. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall fürs Targeten. Ich hoffe, dass die beiden jetzt mal sich gegenseitig auch mal angreifen werden. Sieht gerade nicht so aus, finde ich schade. Wie gesagt, das ist jetzt gerade so eine Situation. Ich bin gegen 2 Leute, ich kann einfach gar nichts machen. Weil wenn ich da drauf gehen würde, dann würden die mich natürlich direkt töten. Das funktioniert leider nicht. Ist dann leider ein bisschen schade. Da muss ich jetzt warten, bis ich geportet werde. Oder halt irgendwas anderes passiert. Naja gut, kann man natürlich leider nichts dran ändern. Wir haben immerhin schon mal das Eisenschwert und eine relativ gute Rüstung, aber die 3 Herzen sind einfach viel zu wenig. Ich glaube, jetzt lässt er ein bisschen von uns ab, deswegen können wir da... Ja, jetzt hat er von uns abgelassen, der ist ein bisschen weiter weg. Wie gesagt, jetzt habt ihr gerade gesehen, die Wodka-Flaschen von dem... Beziehungsweise die XP-Flaschen. Man müsste einfach Neuseer bekommen, das wäre so nice. Das wäre einfach so witzig, wenn du... das im Singleplayer, also zumindest mal im Singleplayer, oh Leute, jetzt kann ich nicht mehr spinnen. Wenn du das im Singleplayer machen würdest und du dann Neuseer bekämst, das wäre so cool. Das wäre so ein cooles Feature. Nein! Uiuiui. Ui. Okay, jetzt habe ich gedacht, das wäre ein bisschen mehr. War es zum Glück aber nicht und ich komme hier nicht raus. Was soll denn das? Okay, ne, ich glaube, der Typ kommt aber auch zu mir. Kann das sein? Der Typ ist da vorne. 12 Blöcke. 10 Blöcke. Wo ist der denn? Oh, Leute. Macht mir doch mal nicht so eine große Angst. Okay, die sieht so aus, hätte sie nicht viel. Ich kann es probieren einfach. Wir hatten die ja Schwert. Mit ein paar besseren Hits, wie die hier, kann ich das auf jeden Fall schaffen. Nice, ich hab's geschafft. Sehr nice.
Gut, dann machen wir das und das ziehen wir mal an und das, weil ich laufe nicht so gerne mit einer Link-Rüstung rum, wenn wir links sind. Weil dann natürlich die Leute direkt denken, wie am Anfang, oh, das ist ein Link, den können wir mal eben targeten. Und das ist halt dann leider so ein bisschen schade. Aber auch kein Problem für uns natürlich, weil wir haben es natürlich drauf. Ne, Jungs, wir haben es drauf. So, und die Runde sieht schon mal relativ gut aus. So viele Spieler leben gar nicht mehr. Diamantschwert können wir wegtun, das auch. Dann warten wir noch, bis wir uns eine schöne Body machen können, vielleicht. Und dann stacken wir uns hier noch ganz kurz hoch. So, und dann gehen wir mal auf den nächsten Spieler drauf. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch eine. Ah, da ist schon noch ein Spieler. Das ist doch schön. Das sieht doch schön aus. Wenn er jetzt allerdings wegläuft. Oh Gott, von wo zur Hölle kam dieser Typ gerade? Nice, jetzt haben wir noch nicht mal ein Schwert. Verdammt, Alter, wo kam der denn her? Das war jetzt natürlich die beste Aktion EU, die man bringen konnte. Und der Typ scheint von uns abzulassen. Ich habe einfach kein Schwert. Jungs, bin ich behindert? Mann, ich hätte mein Diaschwert, ich hätte das andere Diaschwert nicht wegwerfen sollen. Verdammt. Okay. Ja gut. Fails passieren heute einfach. Und ihr wart jetzt gerade live dabei. Aber wir haben schon mal 7 Herzen. Das ist schön. Und jetzt gleich beim nächsten Port haben wir dann auch schon 8. Dann läuft das. So, Steaks haben wir auch. Da müssen wir uns gar nicht mehr begnügen mit den schlechten, ja, rohen Steaks. Die sind sowieso ein bisschen ungesund, meiner Meinung nach. Sollte man nicht unbedingt immer essen, ne? Also. Nice, den haben wir abgestaubt. Tut mir ein bisschen leid fürs Abstauben. Allerdings ist das auch mal legitim, meiner Meinung nach. So. Filespam ist genauso legitim, weil wir ja in Bed Wars das Feature haben und deswegen können wir das Feature auch gut nutzen. So, haben wir leider jetzt nichts mehr bekommen und der Typ hatte, ja, kein Stuff, den wir gerade gut verwerten könnten. Wir könnten uns einen Goldapfel machen nochmal. Allerdings werde ich mir lieber eine Goldbody machen, weil das doch ein bisschen besser ist, weil so eine Goldbody ist zum Beispiel, die hat nur einen halben Rüstungspunkt weniger als eine Eisenbody. Deswegen sieht das gerade doch schon mal relativ gut aus eigentlich. Und es leben auch nur noch 4 Spieler. 10 Herzen haben wir. Also, Jungs, die Runde kann auf jeden Fall was werden. Wenn wir uns jetzt ein bisschen anstrengen. So, dann holen wir auf jeden Fall mal den Wassereimer. Ich spiele gar nicht mit der Angel. Warum habe ich die denn bitte dann im Inventar? Nur 80 Blöcke der Gegner. Das sieht so aus, als wäre hier eine Schlucht. Ja gut, dass wir da nicht reingefallen sind. Und dann gucken wir mal, ob wir den Dude da hinten jetzt bekommen. Ich hätte natürlich jetzt lieber mein Diamantschwert, aber ja, man fehlt halt öfters mal in Minecraft Ender Games. Da kann man dann leider nichts machen. So, die hat auf den Tracker geguckt. Das ist eine gute Spielerin, meiner Meinung nach. Alter, was hat die denn für eine Range gehabt? Das war, weiß nicht, ob das jetzt doch nicht so, ob das doch so gut war. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so gut war. Oder ob sie einen da vielleicht weggepinkt hat, das kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Aber wir haben einen Regenerationstrank. Okay. Regenerationstrank in Ender Games ist sehr gut. Vor allem für den Link. Weil wir dann extrem schnell unsere Herzen wieder, ja, zubereiten können. Beziehungsweise nochmal regenerieren können. Und Raw Pork haben wir auch. Wir sind jetzt, wir fühlen uns jetzt einfach mal, als wären wir ein Schinken. War zwar kein Schinken, aber es war ein Raw Pork Chop, meine lieben Leute. So, was laber ich eigentlich hier? Ich habe im Moment auch echt Bock aufzunehmen eigentlich. Allerdings, ich war ja die letzte Zeit wieder ein bisschen krank. Deswegen habe ich da ein bisschen gespielt. Ich kann euch ja mal einfach meine Stats zeigen. Ich habe jetzt, Gott, ich habe jetzt die, ja, 5000 Kills geschafft. Die 400 Wins haben wir auch. Wir sind Platz 132 aktuell noch. Bin ich allerdings im Moment nicht so aktiv mehr dabei, die Stats noch hochzuhalten, beziehungsweise die Platzierung hochzuhalten, weil es einfach irgendwann echt nervig wird. Aber gut, so, hier haben wir noch mal ein paar XP-Bottles. Tun wir rein, dann werden wir das hier auch noch machen. Dann trinken wir noch ein paar Wodka-Fläschchen, meine lieben Leute. 6 Level haben wir und ich weiß nicht, ob ich die da töten möchte, weil die hat so eine unglaubliche Range. Okay, jetzt kann ich sie sowieso gerade nicht mehr töten. Eieieiei. Das war natürlich jetzt gerade ein bisschen doof. Und jetzt können wir uns wieder ein Diaschwert machen. Ich werde allerdings gerade natürlich noch mein Eisenschwert benutzen, weil das ist ein wenig besser als das Diaschwert. Aber wenn wir natürlich jetzt gleich ein Enchantment-Table finden sollten irgendwo, dann können wir das natürlich auch gut hinbekommen. Und da liegt nochmal ein Diaschwert. Was soll denn das?
So, die da hinten. Ich weiß es nicht. War das die, die so eine unglaubliche Range hatte? Ich habe Angst. Come on. Boah, die ist so richtig schnell unterwegs, Alter. Was geht denn da ab? Ja, die hat irgendwie ist das ganz komisch. Nein. Okay, ich möchte jetzt gerade so ein bisschen regenerieren. Okay, also bei der läuft irgendwas schief, habe ich so das Gefühl. Als wäre da irgendwas nicht normal. Die bewegt sich auch so extrem schnell. Ich möchte da natürlich niemandem irgendwas unterstellen. Okay, nice. Jetzt haben wir da auf jeden Fall mal den Hit bekommen, beziehungsweise den Kill. Jetzt müssen wir erstmal so ein bisschen regenerieren. Was wir natürlich gut können, weil wir einen Rektrang reingeboxt haben. Wie ist der Typ eigentlich equipped? Relativ gut. Okay, das ist natürlich jetzt gerade mal ein bisschen unvorteilhaft für uns. Come on, dude. Ah, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Soll ich mich ein bisschen wegporten? Ich glaube, wir porten uns mal ganz kurz ein bisschen weiter weg. Okay, hat's jetzt auch gemacht. Goldapfel haben wir wahrscheinlich nicht. Das ist natürlich jetzt doof. Ne, haben wir nicht. Wir können uns auch keinen machen. So. Ja, Mann, was gibt die denn für Hits? Ey, das ist doch unnormal. Das ist doch nicht normal. Jetzt ohne zu flamen, aber das war jetzt irgendwie heftig, finde ich. Okay. So, nochmal geportet, den Regenerationseffekt, das ist immer gut, das finde ich so chillig beim Link einfach, dass man dann erstmal die Herzen nochmal voll rackt. Ja, das gibt's doch gar nicht, habt ihr das gesehen, was die mir für Hits ausgeteilt hat? Gut, dann hätte ich mal gesagt, trotzdem mal GG, da hatte ich leider keine Chance dabei. Und ja, ich hätte mal gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da, wenn nicht, dann konstruktiv. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, haut rein, bis dann und tschüss!